Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde OMSI 2. Das kam lange nicht mehr. Ja, wir fahren heute auf, wie man schon sieht, auf dem Berlin X10 Add-on, was vor 2 Wochen Freitag rauskommen sollte und jetzt, also rausgekommen ist und jetzt letzten Freitag auch bei Steam erschienen ist, endlich, also endlich erschienen ist. Und ja, ich habe schon ein bisschen rumgetestet, deswegen kommt das jetzt auch ein paar Tage später. Und ja, habe ich gedacht, machen wir es so wie alle, wie jeder das macht. Wir fahren die X10. Und zwar hier von der zur Herzallee zur Teltow-Ramrad-Brücke. Sieht man ja schon. Würde ich sagen, hups, gehen wir einmal rein. Klappe dicht. Und wir haben, wie viel Verfrühung, Verspätung? Und 3 Minuten. Dann können wir ja einmal vorfahren. Schon mal um die Ecke. Ich hoffe. Ah! Okay, der Bus schwenkt aus. Und was ich sagen muss, ich bin erstaunt über dieses Addon. Es ist ein Stadt-Addon und ich spiele zwar auf den Low-Einstellungen, aber ich finde, hier ist trotzdem noch mega viel Verkehr. Ja, genau. Aber also man sieht, wie viele Leute, wie viele Fahrzeuge hier rumstehen, wie viele Leute rumrennen, wie viele Fahrzeuge auch fahren. Jetzt hier gerade nicht, aber auf den anderen Straßen. Ja, sag's ruhig nochmal. Da wird man sehen, das ist krass. Und trotzdem läuft's flüssig. Also es läuft flüssiger als auf vielen anderen Karten mit weniger Verkehr. Also die Einstellungen sind echt geil. So, dann stellen wir mal 3 Minuten direkt vor. 1, 2, 3. Und hier auf 30. So, haben wir noch 0,4. Gut, ich habe jetzt nicht genau 30 FPS, aber ich meine, ich habe so 27 ungefähr. Und ich finde, das für eine Stadtkarte ist schon mehr als auf manch anderen Karten. Und ich gebe auch zu, ich habe im Moment einen scheiß PC. Aber in 2, 3 Wochen habe ich ja, habe ich, also jetzt wirklich in 2, 3 Wochen habe ich meinen neuen, richtigen, guten Computer. So, dann würde ich sagen, geht's los, ne? So, Haltestellenbremse raus. Und los geht's. Gut, jetzt wird das einmal kurz wahrscheinlich sehr doll lenken. Nämlich sobald wir hinter dieser Brücke sind, sind wir mitten in der Innenstadt. Da wird einmal alles nachladen. So, müssen wir jetzt die erste rein oder hier? S- und U-Bahnhof Moin. Zoologischer Garten. Moin, Kollege. Ja, da ist der Nachlader. Jetzt werden die FPS auch einmal runtergehen. Aber sobald wir über die nächste Kreuzung sind, gehen die wieder normal hoch und dann sind es wieder um die. Naja, ungefähr eigentlich flüssig. Und irgendwie schaltet mein Bus gerade nicht. Warum nicht? Hallo, Bus. Jetzt schalten, bitte. So. Ich Hallo. freue mich schon auf den Spaß, wo ich, wenn ich meinen neuen Computer habe, wo ich OMSI 2 neu runterladen darf. Darauf freue ich mich schon, ey. Alle Add-ons mit OMSI, alles runterladen, da freue ich mich schon drauf, ey. So, kommt da einer? Nein, gut, wäre jetzt auch zu spät. Ja, also ich finde das echt. Also ich finde persönlich, das ist so mehr oder weniger das erste Addon, wofür die 25 Euro gerechtfertigt sind. Mit den ganzen Linien, die man hier fahren kann, mit der Performance. Also es gibt, ich finde, Wien ist grauenhaft U-Bahnhof für die Kurfürst. Performance. Also von der Performance her, das hier ist eine Stadtkarte und ich habe, ja, es läuft flüssig mit Aufnahme, fast, also fast flüssig mit Aufnahme. In Wien habe ich ohne Aufnahme schon in der Stadt nur 15 FPS. Also das ist, ich verstehe auch nicht warum, aber so ist es. Und ich finde, das hier ist echt sehr, sehr gut gelungen. Dieses Addon sieht echt schön aus. Ja. So, hinter uns Kollege. Was fährst du denn? X34, okay. Weiß gar nicht, ist das eine KI-Linie oder kann man die auch so fahren? Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Ich hoffe, man hört jetzt keine anderen Stimmen im Hintergrund. Hey, warum schaltet mein Bus denn nicht? Ah, jetzt. So.
Ich hoffe, man hört jetzt keine Stimme im Hintergrund. Unten ist gerade irgendwie halbe Familie versammelt auf einmal. Warum auch immer. Ja, ich weiß, das wird wieder so eine Mega-Aufnahme, die 6.000.000 Stunden braucht, bis sie hochgeladen ist, aber das ist mir ja egal. Vielleicht werde ich das auch ein bisschen teilen, muss ich mal schauen. Weiß ich noch nicht genau. Aber okay. Hauptsache auf meiner Straßenseite fahren gar keine Autos. Okay. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Ja, du willst ein Ticket. Einmal Tageskarte ist. Oh, Facetrack, Alter. Tageskarte. Dann kriegst du 1, 2, 3. Und den nehme ich. Plus, nee, Moment. Das muss man sich ja auch umgewöhnen. Plus ist hier, ich habe noch Zeit, und Minus ist, ich habe Verspätung, und sonst war es ja immer andersrum. Ja. Deswegen können wir noch ein bisschen stehen bleiben. So, jetzt ist das verschwunden, das heißt, jetzt fahren wir weiter. Ich bin begeistert. Ich finde auch die Busse sehen mega geil aus, also ich finde die echt cool. Ich habe keine Ahnung, warum hier so wenig Autos fahren. Das finde ich bei OMSI insgesamt ein bisschen komisch. Manchmal an roten Ampeln stehen 200.000.000 Autos hintereinander. Ja, genau so viele. 200.000.000. Nicht weniger, nicht mehr. Stehen hintereinander an der Ampel, aber keins fährt manchmal hier. Seht ihr auch da drüben? Gut, da stehen jetzt nicht ganz so viele. Aber ich meine, da stehen schon ein paar, aber es fährt einfach kein Auto. Ich weiß nicht, warum gerade so wenig fahren. Moment mal. Option. So, Facetrack ist einmal aus. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach die Berlin X10 Einstellung nochmal genommen. Keine Ahnung, kann sein, dass die sich irgendwie wieder verstellt hat und deswegen hier so wenig Autos fahren. Aber jetzt sollten gleich eigentlich mehr Autos fahren. Eigentlich. Ah, jetzt ist es auch wieder laut geworden. Ja, geil. Ich liebe dich, Omsi. Alter. So. Naja, komm. Ja, so lassen wir das mal. Ah ja, so ist besser. Alter, ich liebe Facetrack, Alter. Das geht bei jedem mal wieder aus. So müssen wir hier anhalten. Ja, müssen wir. Kommen Sie rein. Fahr ich mal wieder hier auf der andere Spur rüber. Okay, nein. Ich lasse es lieber. Oh, und dann ist da wieder so ein scheiß Falschparker hier, ne? Ich schwöre, ich raste aus, ne? Aber das finde ich gut, die lassen einen irgendwie seit dem Addon lassen die mich alle rein, wenn ich blinke. Dankeschön, Hintermann. Finde ich sehr nett von dir. Mann, immer diese scheiß Falschparker, ey. Das ist echt nicht feierlich hier. Das ist echt nicht feierlich. Ich finde das nicht gut. Nicht gut. Nee, okay, gut. Ich finde das, ich glaube, meine Nachmache vom Berliner Dialekt ist auch nicht gut. Deswegen höre ich damit mal lieber auf. Ja, seht ihr schon wieder, hier stehen jetzt so viele Autos, was heißt so viele, aber ein paar Autos stehen hier an der Ampel und es fährt einfach kein Auto. Hier so durch die Gegend. So, Uli, Dingsbums, nee, hua! Ja, gut. Bremst halt einfach. Weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das ist. Ich hätte jetzt gesagt, oder hatte mir so vorgenommen, nenne ich es jetzt mal vorgenommen, dass man einfach sehr, sehr viele Routen aus diesem Add-on fährt, weil ich finde das sehr cool und es lohnt sich auch, finde ich, das zu kaufen. Oliver Platz. Genau. Das hier ist ein Add-on, was, wie soll man sagen? Ich finde, das ist eins der ersten Add-ons, was sich wirklich lohnt zu kaufen. Die anderen lohnen sich natürlich auch, sind auch schön, aber das hier ist für das Geld wirklich, das ist in Ordnung für das Geld. Alle anderen finde ich jetzt nicht unbedingt so, nicht alle. Wien oder Stadtbus finde ich jetzt schon cool, aber jetzt nicht so, dass ich denke, ja, 20 Euro sind in Ordnung dafür. Naja, keine Ahnung. Muss jeder selbst wissen und ich hoffe, man hört die Stimmen wirklich nicht im Hintergrund. So, ich denke mal, hier muss ich anhalten, ist das Uli? Genau, das ist Uli... Olivier Platz. Hallo.
Servus. Hallo. Hallo. So, kommen Sie rennen. Ach, habe ich Verfrühung. Wann soll ich denn hier sein? Ich bin jetzt bei Oliver. Oliver, Platz da 21. Jetzt haben wir es 20. Ich muss husten, nein! So, zum Glück noch rechtzeitig gemutet. Oh, weil Husten ist nicht schön. So. Jetzt können wir langsam uns bereit machen. Noch ist noch nicht 21, aber gleich. Ah, komm, wir fahren jetzt einfach schon weiter. Ich will jetzt ein bisschen fahren, sonst wird es unnötig lange. So. Entweder stehen bleiben oder fahren, aber nicht so eine Scheiße hier. Ich finde auch diese Sounds mega geil, also muss ich zugeben, dieses. Das Klacken finde ich gut. Bahnhof Adenauerplatz. Genau. Ey, bist du dumm? Meine Fresse, ey. Fährt erst links, fährt dann rechts. Fährt dann wieder geradeaus. Dann wieder links, dann wieder rechts. Ich wette, der zieht gleich wieder rechts rüber, wette ich mit dir. Außer wir überholen ihn jetzt, was ich hoffentlich gleich schaffe. Ja. Und ich versuche. So, da schreit gerade einer vor meiner Tür rum. Ich mute mich mal, dass hier jetzt immer nicht so viel geschrien wird. So, gut, da war gerade einer in meinem Zimmer. Jetzt haben die hoffentlich verstanden, dass sie leiser sein sollen. Die Menschenmassen in. Oder sie haben es doch nicht verstanden. Wenn man es hört, entschuldige ich mich hiermit. Ich weiß, das nervt. Ich hoffe, die hören auch gleich damit auf. Guten Tag. Ja. Mal wieder Verfrühung? Nein. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal Kurzstrecke. Ist das da Kurzstrecke? Fahrschein? Nein. Das da ist Kurzstrecke. Normal. Dann kriegst du 20. 50. Ich glaube, sie haben mir zu viel gegeben. Ja, ups. Ja, wieso? Bekomme ich noch was zurück? Ja, ach so. 10. 50, so. Bitteschön. Hallo. Guten Tag. Hallo. 9. Ach nee, das war ja falsch. Ich bin so gewöhnt von zu Hause Moin zu sagen. So, du willst auch noch eine Fahrkarte? Eine Fahrkarte, bitte. Einmal, normal. Du kriegst aber 20, 50, hallo, einen. Noch einen. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Warte mal, Alter, Facecheck. Entschuldigung, da fehlt doch noch was. Ja, du kriegst. Entschuldigung? Achso. Ja. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Mit deinem Maul. So, jetzt aber. Und schon hat man Verspätung. Wenn man zu dumm ist zu rechnen. Jetzt saugt der da unten. Ich krieg einen Anfall, ey. Ich hoffe, man hört's wirklich nicht. Ich mute mich immer, wenn ich nicht rede. Dann geht das hoffentlich. Ja. Ich hoffe, man hört's nicht. Blöder Falschparker, ey. Ich hoffe, man hört's nicht. Das wäre so ätzend, wenn man das jetzt hören würde. Egal. Ist jetzt so, kann ich nichts gegen machen. Naja, doch, könnte ich schon. Ich könnte jetzt aufspringen und meinen Vater anschreien, dass er gefälligst aufhören sollte, aber ich glaube nicht, dass das so. Das ist, was jetzt gut wäre. Hier muss ich nicht anhalten, dann fahren wir weiter. Hat aufgehört.
S-Bahnhof Hadensee. So zum Beispiel, so stehen die Autos manchmal da, aber es auf meiner Spur fährt einfach niemand. Ja, die stehen die ganze Straße runter. Deswegen ruckelt das jetzt auch so ein bisschen. Tut mir leid. Die stehen die ganze Straße da runter, aber auf meiner Spur fährt niemand. Kurios. Ach du Scheiße, ich hoffe, ihr wollt kein Ticket haben. Ich habe mir nämlich jetzt immer vorgenommen, Tag, dass ich mal Fahrkarten gebe. Guten Tag. Guten Tag. Wo keine Fahrkarte willst? Nein, dann kann ich auch Fasttrack wieder anmachen, denn dann war's das. Und Verspätung haben wir. Aber es ist grün, also schnell weiter. Ey, heute ist alles schief gelaufen. Alles. Ich habe keine Zeit, muss lernen, habe gedacht, ich muss aber auch noch was aufnehmen, weil ich schon so lange nichts mehr gebracht habe. Musste Hausaufgaben machen, die ich jetzt ja schon gemacht habe. Dann habe ich einen Apfel gegessen, beziehungsweise wie der Kieferorthopäde mir gesagt hat, ganz klein schneiden, Krümel von Apfel essen, habe ich getan. Da konnte ich jetzt nicht mehr bremsen. Habe ich getan. Geil. Der Draht rausgesprungen, weil ich eine Zahnlücke habe. Bei allen anderen Dingen passiert das natürlich nicht. Aber ich meine, wenn sich das Apfelstück, nenne ich es mal, in der Zahnlücke verkeilt und dann einfach immer weiter beim Kauen, nenne ich es mal, reinpresst, dann zieht sich der Draht irgendwann aus den Löchern. Das ist leider passiert. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt so. Das Beste wäre jetzt noch, wenn irgendwie wieder Omsi buggt und irgendeine Tür wieder automatisch nicht zugeht. Und in diesen tollen Bussen kann ich sie ja auch nicht manuell schließen. Das wäre so jetzt noch das Geilste, dass die Tür einfach offen bleibt und ich deswegen alles abbrechen muss und nochmal machen muss. Das wäre toll. Aber ich meine, dafür, dass es eine Stadtmap ist und dafür, dass man mal für meine Verhältnisse fährt hier echt viel, wie wenn man sonst meine Einstellungen anguckt, finde ich, läuft es erstaunlich flüssig. Also das Hut ab, das haben die echt gut gemacht. Da haben die sich echt Mühe gegeben. Aber ich muss zugeben, ich freue mich auch schon auf Wien 23a. Ich hoffe, das wird auch so geil. Also, auch geil, hoffe ich. Was machst du jetzt? Anhalten hier oder was? Ist hier eine 30er-Zone oder was? Ja, 20. Alter. Danke. Peak up, ey. Ohne Spaß. Ah. Aber wenigstens werden die Ampeln immer schön grün und wir kriegen gar nicht richtig doll Verspätung. So, wo müssen wir rein? Wir müssen weiter geradeaus. Oh, ich fahre ein bisschen schnell. Wenn das hier wirklich eine 30er-Zone ist. Nee, anscheinend nicht. Muss ich hier anhalten? Nee, auch nur M29. Josef-Joachim-Platz. Ah, gut, jetzt ist die nächste wahrscheinlich. Oder meistens ist es so, wenn die Ansage kommt, das ist die nächste Haltestelle. Saugt der da unten schon wieder, ey. So. Ja, halte ich mal lieber hier an. Denn diese KI-Autos bleiben hier meistens nicht stehen und rammen dich einfach voll in die Seite rein oder so.
So, und meistens bleiben sie auch stehen, sogar wenn man blinkt. Das finde ich auch sehr erstaunlich. Was ich aber auch geil finde, was neu in diesem Addon ist, ist der verdammte Scania Sattelflipper, Alter. Der mit dem Auflieger drauf, das ist geil. Nee. Also da muss ich zugeben, das ist geil. Der ist echt cool. Alles klar. Ja, also wenn alles gut läuft, kommt das hier als Ganzes. Dann muss ich nämlich nicht schneiden, weil irgendwie denkt sich mein Aufnahmeprogramm so, ja gut, wie die längere Videos als 25 Minuten kann ich dir nicht raushauen. Deswegen mache ich immer nur 25 Minuten. Weil diese Route aber ungefähr irgendwie eine Stunde geht oder so, kann ich natürlich nicht schneiden, weil sonst, wenn man rechnet, 25 sind weniger als 60, das weiß wahrscheinlich jeder. Deswegen kann ich nicht schneiden. Das bedeutet, wenn irgendein Fail passiert, muss ich schneiden und dann werden es kleine Parts und nicht eine ganze Linie. Ja, so. Bitte, Staubsauger ist ausgegangen. Ich hoffe, jetzt bleibt er aus. Ich höre die Tür hier oben. Das bedeutet, die Treppe ist gesaugt. Ich hoffe, jetzt bleibt er aus. Keine Ahnung. Was ist denn der nächste Dings? Clay Allee ist. Boah, ist das schwierig zu lesen. Nein! Och man, ja, gucke ich gleich an der Haltestelle, ist auch egal. Also erst König-Luisen-Straße. So, ist das die König-Luisen-Straße? Ach, hier steht einfach gar nichts dran. Na gut. Dann ist das wohl nicht meine Haltestelle. Ja gut, okay, mir fällt gerade ein, wie schon gesagt, kann ich nicht schneiden, beziehungsweise ich kann schneiden, aber dann wären es viele kleine Parts, das bedeutet, es gibt auch kein Intro, weil das schneide ich ja auch rein. Ja, naja, keine Ahnung, ich glaube, das wird man auch überleben ohne dieses blöde, oder keine Ahnung. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich wollte irgendwas davor machen, damit es cool aussieht. Ist jetzt wahrscheinlich eher, hat jetzt eher nicht so funktioniert, aber ist ja auch egal. So, das hier ist immer noch nicht meine Haltestelle. So, schalten, Kollege. Dankeschön. Ist ja noch eine Alarmanlage hier vor meiner Tür los. Ich glaube, ich krieg meine Tage, Alter. Alles funktioniert hier nicht, ey. So, ist das jetzt meine Haltestelle hier? Immer noch nicht. Ey, was ist das denn? Bin ich falsch abgebogen oder was? Guck mal. Noch habe ich Verfrühung. Wenn ich jetzt Gas gehe, sollte die Verfrühung mehr werden, weil dann weiß ich, dann bin ich noch richtig. Ja, ich bin noch richtig. Wie viel FPS habe ich denn gerade? Das würde mich interessieren. Königin Luisestraße, Clay Allee. Ja, seht ihr, ich habe eigentlich immer ungefähr um die 30. Wenn kein Nachlader da ist, habe ich jetzt immer um die 30. Und das habe ich auf sehr, sehr wenigen. Oh, 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 rot. Ah, Entschuldigung. Ist ja unglaublich. Ja, ist unglaublich, ey. Also dafür, dass es eine Stadtkarte ist, finde ich, sind 30 sehr viel. Weil 30 in Omsi für mich zu erreichen ohne Aufnahme ist schon echt immer... Also ist nicht... Außer in Grundorf nicht immer die Normalität. In Grundorf schon, aber ich meine, woanders ist es nicht immer die Normalität, weil sich Omsi so denkt, so, fick dich, nö, flüssig, warum, aber das sind ja die Einstellungen, das bedeutet, ich kann sie ja eigentlich auch auf anderen Karten anwenden, weil das hat ja nichts mit der A-Liste zu tun, jedenfalls nicht so viel. Doch, das mit den Bussen schon, aber trotzdem die Anzahl von allem, vielleicht lässt sich das ja auch auf andere übertragen. Warte mal, ist das jetzt hier meine Haltestelle? Ja, Clay Allee.
dann kann ich mal nachgucken. Hallo. Hallo. Warte mal, ich mache das jetzt mal ganz einfach so. Clay Allee ist hier. 17:34. 34, nee, warte, wo ist die Uhr? Wir haben jetzt 34, das heißt, ich bin pünktlich. Ja, das heißt, wir fahren noch. Gut. 34, wir fahren noch 25 Minuten. Aber ist ja nicht so schlimm. Entweder ist der Surround-Sound von meinem Headset kaputt, oder könnt ihr auch mal sagen, das sollte ja eigentlich auch Surround-Sound sein, wenn man es bei YouTube guckt. Entweder ist mein Headset kaputt, oder man hört den... Ah, nee, jetzt höre ich den Blinker... Wenn ich so gucke, höre ich den Blinker auf dem rechten Ohr. Sonst höre ich den Blinker sehr doll auf dem linken Ohr. Oder lauter als auf dem rechten. Gut, der ist auch weiter links, aber... Immer noch. Egal. Das ist auch ja jetzt nicht so das Schlimme, nenne ich es mal. Und jetzt kriege ich auch noch Halsschmerzen. Nee, ich glaube, ich raste aus, Alter. Ich bin schon echt ein armes Würstchen, muss man ja ehrlich mal sagen. Alter. Ich habe gerade gelobt, dass das Laggen nicht da ist. Jetzt hör auch wenigstens wieder auf. Dankeschön. Ist das meine Haltestelle? Nein, immer noch nicht. Gut, okay, was man auch dazu sagen muss, jetzt wo ich eben gesagt habe, ich habe 30 FPS, können ja auch mehr sein. Ich weiß nur, dass bei, also U-Bahnhof Oskar-Helineheim. Ja, dankeschön. Ich weiß nur, dass wenn man die Low-Einstellung nimmt, dass standardmäßig 30 FPS eingestellt sind. Das war Taxigrün. Das bedeutet, es könnten auch eben 40 gewesen sein oder so. Nur mal so jetzt als Beispiel. So. Guten Tag. Tag. Ich muss mir das echt mal mit dem Hotkey belegen, dass ich Facetrack an- und ausmache. Ich muss schon wieder husten, ne? Das ist ja unglaublich. Oh, ich glaube, ich wäre krank, aber das ist scheiße, weil ich war erst krank. So, ich glaube, wir bleiben hier nochmal ein bisschen stehen. Naja, gut, jetzt wird grün, dann fahren wir jetzt auch weiter. Aber ich muss sagen, das Add-on ist geil. Falls jemand das vielleicht denken mag, nein, ich krieg dafür kein Geld oder was weiß ich, ist bei meiner... Ist hier ja auch vielleicht, also wenn man den Kanal anguckt, von der Größe her ein bisschen lächerlich, wenn ich das dafür Geld bekomme. Aber kann ja sein, dass es manch einer denkt, nein, ich mach das, weil ich das geil finde. Also weil das meine Meinung ist. Ich wollte es nur dazu sagen. Also ihr müsst mir auch nicht sagen, bist du dumm bei deiner Größe, warum sollte man da Werbung machen wollen bei dir? Ja, ich weiß. Möchte man nicht, beziehungsweise braucht man nicht, weil das bringt eh nicht so viel, aber... Trotzdem, ich laber viel zu viel Scheiße, Alter. Ich glaube, ich habe Fieber, Halluzination oder so. Eigentlich wollte ich ja auch eine, dieses Buses of West Country, die Map fahren. Die habe ich auch, habe alles installiert, sogar doppelt und dreifach. Ach, halt dein Maul da hinten, ganz ehrlich. Doppelt und dreifach gemacht, installiert alles. Aber die funktioniert nicht. Kurzstrecke war da. Dann kriegst du 10. Boah, Alter. Das finde ich allerdings ein bisschen nervig. Aber die denkt sich so, nö. Dir fehlt ein Objekt, ein einzelnes. Und egal, aus dem Ordner, ich weiß nicht, British Objects oder so. Und immer wenn man das eingibt bei Google, kommt UK Objects raus. Das habe ich runtergeladen und auch eingefügt, aber dann habe ich nur mal so geguckt, wenn man UK Objects öffnet, kommt erstmal dieser Überordner Scenery Objects für OMSI. Und dann ist da aber gar kein UK Objects drinne. Das bedeutet, aus dem Ordner kommt's nicht und ich habe keine Ahnung, mir fehlt eine einzelne Sache. Eine einzelne. Also kein Pack oder so,
sondern eine irgendwie Victorian Terrace oder so fehlt und deswegen fehlt eine ganze Kachel, wo ich drüber fahren muss. Ja, deswegen kann ich die Map zwar fahren, aber ja nicht richtig, weil einfach irgendwo ein Loch ist. Und dann musste ich mich immer teleportieren und da habe ich gedacht, das ist für die Aufnahme auch scheiße, deswegen habe ich es nicht gefahren. Keine Ahnung, warum mir ein einzelnes Objekt fehlt, aber es ist so. Und ja, deswegen kam die Map bei mir nicht. Gut, wenn ihr sagt, ihr möchtet die trotzdem sehen, nur dann halt, dass ich mich einmal kurz teleportieren muss in der Mitte, nenne ich es mal. Oder gar, dass jemand weiß, aus welchem Addon dieser Ordner kommt oder was mir fehlen könnte, da kann es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mir natürlich helfen, weil dann ist das Problem nicht da. Aber das Problem ist im Moment da und deswegen habe ich mir gedacht, das ist auch scheiße dann. Zehlendorf, Eiche. Oh. Ich muss da gar nicht rüber. Ja doch, ich fahre da mal rüber. Weil ich dann... Hoffentlich fährt der jetzt einfach normal um die Ecke. Weil dann kann ich hier einfach nochmal direkt an die Haltestelle fahren. Wenn das denn meine ist. Terminus N12, hier muss ich halten, genau. Ja, rennen erstmal durch die Säule dadurch. Ich finde auch, was ich auch sehr gut finde, bei manchen Maps ist es so, wenn man diese, so eine Pfosten oder so da hat, da fährt man gerne mal mit dem Spiegel gegen, obwohl man die laut Sicht nicht mal berührt. Das ist hier auch nicht so, das finde ich sehr, sehr gut, weil ich meine, das ist schon echt ätzend, wenn man einfach irgendwo hängen bleibt, was aber eigentlich nicht da ist. Aber das ist hier auch nicht so, das war auf Hamburg so, glaube ich. Kann falsch sein, ich weiß es nicht, aber ich bin der Meinung, es war in Hamburg so. Das ist hier zum Glück nicht so. Naja, das lassen wir mal lieber, sonst wollen die gleich alle aufsteigen und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ey, Alter, willst du mich verarschen? Da ist ein Kilometer Platz zwischen uns. So, Meister, komm! Komm, wir haben meine Stimme ein bisschen gebrochen. Ja, nein, es passiert, wenn man Halsschmerzen hat und wenn man zu viel labert. Deswegen bin ich jetzt auch mal ein bisschen leiser. Taxi, grün, alles. S-Bahnhof Zehlendorf. Das hier S-Bahnhof Zehlendorf, ja. Also ihr seht, Nachlader gibt's natürlich. Ja, Nachlader gibt's natürlich immer noch, die natürlich ein bisschen laggen oder so. Aber wenn man mal sich andere Folgen anguckt, wo man nicht unbedingt in der Stadt wird, wie Tettau zum Beispiel, da laggt es döller als in einer Stadtmap, wo viel, viel mehr Autos fahren und so. Jetzt fängt er mit dem Saugen schon wieder an, Alter. Ey, ich glaube. Ich wollte gerade sagen, es ist Rotmeister, du bleibst aber schön da stehen. Ich hoffe, man hört es echt nicht in der Aufnahme, das wäre so ätzend. Also, vielleicht habt ihr das gerade gehört, weil das ziemlich laut war. Mein Vater saugt irgendwie gerade nebenan oder so. Ich mute mich mal und sei immer kurz ruhig, bis der fertig ist. Mach nur Straße. Hallo. Guten Tag. Hallo. Mal, bitte. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Dankeschön. Eine Fahrkarte, bitte. Einmal Tageskarte. Ihr seht, rechnen ist sehr, sehr schwer. Nein, also ich glaube, ich bin heute einfach nur ein bisschen bescheuert. Jetzt wird er noch rot, ey. Ich. Oh.
hat aufgehört. Es hat aufgehört mit Saugen, endlich, dankeschön. Oh, das hatten wir lange nicht mehr, das haben sie auch endlich gefixt. Es fährt normal Feuerwehr rum, also es fährt mal ein Auto und nicht so, dass man durchgehend einfach irgendwo ein Feuerwehrauto hört. Das war echt ätzend. Aber das haben sie auch endlich gefixt mit dem neuen Patch, der irgendwie, ich glaube, am Donnerstag erschienen ist bei Steam. Also letzten Donnerstag und letzten Freitag, einen Tag später, kam das Add-on. Jetzt, heute ist gerade Sonntag, wenn ihr das seht, ist Montag. Ja, weil ich habe erstmal ein paar Routen gefahren, schon ein paar rausgesucht, wie die ich fahren möchte. Zum Beispiel, ist das hier meine? Ja, nein. Was war denn das jetzt? Ich glaube, die... Schweizer Hofpark. Genau, da waren wir hin. Ich glaube, die 625 wollte ich fahren und die 601... beziehungsweise die X1, aber ich glaube, es ist die 601, die ich mir rausgesucht hatte. Die finde ich sehr schön. Doch, von der Waldschenke, beziehungsweise, wie es auch da hier genannt wird, irgendwie S Potsdamhof Hauptbahnhof, was dann aber irgendwie doch die Wald... Ja, danke schön. Ich weiß, dass ich gut fahre. Was irgendwie doch Waldschenke genannt wird oder so, keine Ahnung warum. Verstehe ich auch nicht. Ich habe Verspätung... die wollte ich fahren, genau, die 601 war das. Die wollte ich auf jeden Fall noch fahren. Und es gibt ja noch so viele Linien, die ich noch gar nicht gefahren bin. So die ganzen M-Linien bin ich noch nicht gefahren. Ja, also die 601 bin ich gefahren, 625 bin ich gefahren, die 626 bin ich gefahren, die X10 bin ich schon gefahren, beziehungsweise fahre ich jetzt nochmal. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich, was ich bisher gefahren bin in diesem Add-on. Deswegen, da fehlt noch einiges. Und da habe ich gedacht, das könnten wir ja zusammen machen, sozusagen, dass ich auch noch nicht weiß, worum es geht. Aber bald habe ich eh mal einen neuen Computer, da können wir hier nicht auf... Lehrstraße. Ja, dankeschön. Da können wir hier nicht auf Berlin X10 los, sondern wahrscheinlich auf High spielen, ohne Probleme. Dann nicht nur mit 30 FPS Aufnahme, sondern mit 60 FPS Aufnahme. Das sollte dann kein Problem mehr sein, wenn dann alles so funktioniert, wie ich das möchte. Oh, danke, ich dachte gerade, jetzt geht die Tür nicht zu. Ich bin der Meinung, nämlich bei meiner Testfahrt bin ich genau an der Lehrstraße stehen geblieben, weil meine Tür nicht mehr zuging. Oh, ich bin froh. Ich dachte echt gerade, die geht wieder nicht zu. Birkenknick, ja, das ist ja mal, das ist ja mal ein Einfall, ey. Wie nennt man seine Haltestelle genau? Am Birkenknick, wenn hier Birken im Knick stehen. Das ist ja echt, also, ja, da wäre ich jetzt, also auf so eine schlaue Idee, das ist schon krass. Ups, ich habe gerade irgendwas gedrückt. Wo ist jetzt hier der Knick mit den Birken? Also, jetzt mal... Sehe ich das jetzt nur nicht oder sind hier nicht mehr als zwei Birken? Naja, ups, das war falsch. Ich wollte F1 drücken, nicht Escape. So, weiter geht's. Dann sind wir aber auch schon fast rum, ne? Jetzt ist es auf der Uhr, wir sollen um 59 ankommen, es ist 47. Ja, dann fahren wir noch ungefähr 10 Minuten, dann war es das auch schon wieder. Es ging schneller rum, als ich dachte. Genau. Ging schneller rum, als ich dachte, ist aber nicht so schlimm. Ja, weil ich meine, keine Ahnung, ich muss eh noch ein bisschen lernen jetzt. Ich habe mich jetzt, sage ich mal, schön entspannt hier eine Runde Bus fahren, ohne irgendwelche Zwischenfälle, die mich aufgeregt haben. Tür, danke. Ja, also jetzt noch so irgendwie eine oder zwei Haltestellen vor dem Ende. Wenn dann meine Tür nicht zugeht, dann ist mir das egal. Dann beenden wir das, die Aufnahme vorzeitig. Das ist mir dann sowas von egal. Kann der Bus mich am Arsch lecken, Alter. Biskudamm. Wir müssen zur Ramradbrücke.
Wo ist das hier, Biskodamm? Ja. Ach, diesmal nicht meckern oder was? Wir müssen mal gucken, nicht, dass ich jetzt wieder zur falschen Endhaltestelle fahre. Das war nämlich auch schon mal so, als ich meine Testfahrt, um den Rest zu sehen, als an der Lehrstraße meine Tür nicht mehr zuging, habe ich die X10 nochmal von der anderen Seite angefangen zu fahren, um das mal ganz zu sehen. Da bin ich nämlich von der Ramradbrücke losgefahren und bin nach Estelto Stadt gefahren, weil ich dem falschen Schild hinterher gefahren bin. Ah, das war sehr, sehr taxigrün. Ah, jetzt kommen die beiden tollen Kreisel da wieder, ne? Altschulu, zur Weiterfahrt benötigen Sie einen Fahrschein für das Tarifgebiet C. A Zone C-Ticket is necessary if you wish to continue your journey. Wann sollen wir hier sein? Wahrscheinlich um 9 und, um 50. Ja, genau, deswegen haben wir auch noch eine Minute Vorsprung. Die warten wir jetzt einfach mal ab und na, dann müssen wir jetzt da rein, dann kommen noch, bin ich der Meinung, eigentlich noch die blöden Kreisel, die beiden. Und dann sind wir auch schon da. Guck mal, jetzt fahren ja wieder 20 Millionen Autos. Und in der Stadt fahren manchmal gar keine. Ich verstehe es auch nicht, aber ist mir auch egal. Solange es mit so vielen Autos auf einer Stadt mehr flüssig läuft mit Aufnahme, ist mir das sowas von scheißegal, wann da Autos fahren und wann nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben, so. Du lässt mich. Das ist nett von dir, dankeschön. Oh Gott, das war sehr eng gerade. Ach, Little ist hier auch. Little. Und, oh, ich dachte gerade, die... Ich hatte mich schon gewundert, warum da nichts ist, weil das hatte ich auch schon auf einer Testfahrt, dass einfach die Kachel nicht geladen hat. Ich stand einfach auf einmal im Nichts. Es war einfach Ende. So, irgendwo steht da Ramradbrücke dran. Wir müssen... Nee, hier steht das noch nicht Ramrad dran, aber wir müssen geradeaus. Zehlendorfer Straße. So, ich fahre einfach mal, wenn du nicht fährst. Du fährst jetzt nicht. Hat er mich gerade angefahren, hat es deswegen geruckelt? Nein, hat er nicht, dankeschön. So. Gott sagen, warum ruckelt's? Ah, Mute-Knopf, ich muss husten. So, einmal gehustet. Müssen wir jetzt gerade die jagen? Müssen wir. Und jetzt bin ich der Meinung, links, richtig? Nee. Wir müssen. Ja, das ist genau der Fehler, den man oft macht. Der falschen Abbieger. Wir müssen Ramradbrücke, das bedeutet, wir fahren hier lang. Und nicht nach links. Was mir auch schon mal passiert ist. Aber an einer anderen Stelle. Da gab es auch die Auswahl. Entweder X10 nach. Entweder X10 einfach so. Oder einmal X10 Estelto. Und ich habe die Estelto irgendwie nicht so gelesen. Jedenfalls nicht so, dass es dazugehörte. Deswegen bin ich dem falschen der falschen X10 hinterhergefahren und war auf einmal in Estelto und nicht Zehlendorf. Aber naja. Mit 10 Minuten Verspätung bin ich dann irgendwann wieder auf der richtigen Strecke gelandet und. Habt ihr denn zu Ende geführt? Aber wir sind auch echt schon gleich da. Das hier finde ich, das ist, also das ist die einzige Stelle auf der Map, wo ich mir denke, naja. Warum stehen diese komischen 2D-Büsche hier einfach mitten auf dem Fußweg? Naja, wir warten mal, wir haben ja wieder noch eine Minute Zeit. Wir sollen wahrscheinlich um 53 hier sein. Sind wir gerade bei der Jahnstraße? Ja, sind wir. Dann sollen wir 53 hier sein. Warten wir noch mal kurz ab. Sind wir mal nett. Ja. Nee, aber wenn alles gut läuft, und ich hoffe, es läuft gut,
dann, also in der Zukunft, in der nahen Zukunft, dann können wir schon Berlin X10 beenden mit dem neuen Computer und können mit viel, viel mehr KI-Autos fahren, ohne dass es ruckelt und mit 60 FPS-Aufnahme. Das ist so das, was ich hoffe, dass es in der Zeit noch meinen neuen Computer gibt. Vielleicht auch nicht, den gibt es ihn so gegen Weihnachten erst. Kann auch passieren, leider. Aber dann gibt es ja erst Weihnachten. Ich nenne es jetzt mal unruckelig. Ja, so macht man es richtig. Man labert einfach in die Ansage. Striewitzweg. Wollte einer rein oder raus? Das ist jetzt eh zu spät. So, wo müssen wir lang? Wahrscheinlich geradeaus. Richtig. Havelstraße. Ah, nein, das war der falsche Knopf. Ah, nein! Jetzt nicht irgendwas aufhängen, bitte. So. Havelstraße. Dann sind wir auch schon da jetzt fast, ne? Ja, was denn? Steig doch aus, ey! Meine Güte! Guten Tag. Guten Tag. Ich finde die Kamera ist auch cool, da oben. Hab zwar noch nicht herausgefunden, wahrscheinlich geht's gar nicht, irgendwie die weiterschalten oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass es die überhaupt gibt. Weil ich habe immer nur diese Spiegelkamera, die ich ja rein theoretisch nicht brauche, weil ich ja auch den Spiegel habe. Ich würde gerne die Türen sehen oder die mittlere Tür. Da gibt es nämlich auch eine Kamera und bei manch anderen aus dem Internet, da hat die automatisch gewechselt, macht die bei mir irgendwie nicht. Ja, ach doch, jetzt. Sie auf einmal oben. Ich nehme alles zurück. Entschuldigung. Keine Ahnung. Oh, ey, meine Zahnspange, das drückt im Mund. Das piekst und die Zähne. Also der letzte Backenzahn, der jetzt abgegangen ist, nenne ich es mal. Wartestraße. Der verschiebt sich gerade wieder so, wie er lustig ist. Und deswegen kann ich auch nicht mehr richtig zusammenbeißen. Das nervt auch gerade ein bisschen. Was? Die Menschenmenge möchte nicht mit mir mitfahren? Was ist das denn? Hatte ich ja noch nie. Oh, das ist jetzt aber auch ätzend, dass wir jetzt hier... Warte mal. Ich stelle jetzt die Zeit einfach vor. Ich warte jetzt hier nicht, weil das ist ja ätzend. So, aber jetzt sind wir wirklich bald da. Jetzt dauert es noch 3 Minuten. Und dann sind wir da. Wir müssen rechts rum. Ja, wir müssen rechts rum. Komm, für Fußgänger ist schon rot. Kann jetzt für mich grün werden. Bitte. Dankeschön. Radbrücke. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. Genau. Was auch noch ein cooles Feature ist, in Berlin steht ja dann immer Bus endet hier dran, wenn man an der letzten Haltestelle ist. Das ist hier auch umgesetzt in dem Addon. Das finde ich ziemlich geil. Das zeige ich mal. Ich fahre nämlich noch bis zum, ich nenne es jetzt mal Pausenplatz. Und nicht nur bis zur Endhaltestelle, sondern drehe noch um zum Pausenplatz und so. Also ich nehme die Parklücke, wo man dann warten soll. So, hier müssen wir rechts. Und dann ist hier die Endhaltestelle. Das hier ist Ramradbrücke. So, dann sollte jetzt gleich der Fahrplan erscheinen. Hoffentlich, bitte. Oder auch nicht. Ist mir auch egal. Ich bin am Ende. Vielleicht erscheint er auch erst, wenn man auf dem Pausenplatz ist. Ich fahre da jetzt einfach hin und wenn nicht, breche ich den Fahrplan ab. Ich habe es ja geschafft, beziehungsweise die Linie ist ja zu Ende. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wartestraße. Nee. Nicht Wartestraße. Ramradbrücke.
Endhaltestelle, bitte aussteigen. Ja. Terminus. Ja. Please leave the bus here. Ja, warte mal. Ich mach mal so. Dann sollte er jetzt hoffentlich aufhören zu labern. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade den neuen Fahrplan bestätigt. Und jetzt steht er nicht mehr dran, Bus endet hier, sondern schon nächster Halt. Dass ich jetzt schon umgeschildert habe, ist mir auch egal. So, hier wäre dann der Pausenplatz, wo man warten soll. Ah, jetzt kommt der die Dings. So, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann... Genau, jetzt... Nee, warte mal. Warum? Warum steht da jetzt nicht Bus endet hier? Hallo? Ich wollte das jetzt einmal wenigstens zeigen. Ah, da, jetzt steht da Bus endet hier, genau das wollte ich zeigen. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schnipsen, huiuiui. Nein, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal irgendwo wieder hier in Berlin. Bis zum nächsten Mal, ciao.